Hallo. Ja, wie fange ich an? Also ich bin gestern Abend schon gefahren. Da wollen wir nicht so machen, oh, wir fahren das erste Mal und mal gucken, wie es so vorwärts geht und sowas. Nein, dafür ist das Projekt so wichtig. Ich bin den R8 gestern schon gefahren, hatten hier und da ein, zwei Probleme. Und zwar Luftmassmesserprobleme. Und aufgrund des Luftmassmessproblems sind dadurch ABS-Probleme, ESP-Probleme entstanden, weil der braucht ja auch die Masse. Dann weiß er, wie viel Momentum der Motor gerade hat. Und dadurch hat sich dann einen Fehler ergeben auf dem linken Luftmassmesser. Ja, wir fahren aber jetzt trotzdem mal zusammen, dass wir eine Idee bekommen, wie fährt sowas, wie hört sich sowas an, wie geht sowas vorwärts. Der Jonas Peters weiß gar nicht, was ihn gerade erwartet. Nee, weiß ich auch nicht. Ja. Null. Also, wir fahren jetzt die erste Map. Das heißt, das ist nicht zu mager, das ist eher zu fett. Wir fahren noch einen Tick zu wenig Zündung. Und Ladedruck müssen wir noch kontrollieren. Da haben der Mann und ich noch darüber unterhalten, ob wir irgendwo separat den Ladedruck abziehen können. Das müssen wir nämlich demnächst mal gucken, ob rechte Bank, linke Bank gleich viel Ladedruck macht. Das ist nämlich ein sehr wichtiges Thema. Aber wir steigen jetzt mal ein. Und wir hatten gestern noch etwas zu viel Öl im Motor. Feuerlöscher ist my best friend. Bei sowas grundsätzlich? Da ist er. Ja, ohne den geht gar nichts. Safety first. Aber wie man hört, ist der Leerlauf ganz normal. Das, was mich wirklich beeindruckt, und ich habe das Gefühl, es wird das beste Tuning-Motorprojekt, was wir je gemacht haben, ist, dass das einfach extrem alltagstauglich ist. Ja? Boah. Ja, guck mal so, guck mal. Ja, okay. Das wird einfach normal. Das wird einfach wie ein ganz normaler R8, ohne irgendwelche Spirenzien oder irgendwelche übertriebenen Zuckeleien oder was weiß ich was. Oh, ich habe 1000 PS, ich bin hier voll die Zicke. Krass, ja, fährt einfach wie immer. Du hörst die Lader auch, wenn du so einfach dieses Stadtgegondel machst, nicht. Wenn du aber anders fährst, ja. Wie denn anders? Alles so ab 300.000 Umdrehungen hat eine unglaubliche Ausstrahlungskraft. Also, Also die Gänsehautgarantie ist in diesem Auto sehr, sehr stark da. Ich fahre es auch aufgrund des Drehmoments viel lieber in M, damit du die Gänge wirklich ganz separat für dich hast und nicht das Getriebe, weil wenn du nämlich auf Automatik und Dynamik und S und sowas machst, dann sortiert dir die ganze durch die Gegend und das ist dann doch ein bisschen heavy. Also fährst ganz normal, ne? Ja. Ist das Getriebe jetzt auch andere Software drauf oder muss man das nicht machen? Nee, wir haben jetzt noch die Getriebesoftware drauf, die original ist, mit unserer größeren Kupplung. Wir haben ja diese andere Kupplung eingebaut, wo die Probleme waren. Ich bin gestern gefahren 80, 90 Kilometer ungefähr und dadurch haben sich die Probleme, dieses leichte, was ich noch gespürt habe, dieses leichte Ein- und Auskuppelmomentum ist auch so gut wie weg. Ja, jetzt haben wir 3000 Umdrehungen. Und das war jetzt so 10% Gas. Oh, geil. Das ist wirklich sehr, 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 sehr geil. Voll sehr ungewohnt in diesem Auto. Ja, weil es ist eigentlich, so, hä? Ist eigentlich 100% Sauger. Und er ist auch eigentlich immer Sauger. Und auf einmal, hörst du, pass auf, und es ist jetzt kein Gas geben. Es ist einfach nur höhere Drehzahl, okay? Problem ist, das Auto hat halt wirklich so viel Kraft, man kann jetzt zum Beispiel nicht kurz mal Gas testen. Dann schießen wir nämlich den Chevy Matisse von der Bahn. Matisse? Ja, was mich wirklich extrem beeindruckt, von der Programmierung her, vom ganzen Aufbau, wie wir die Leitung eingepackt haben. Ich bin davon fest überzeugt, dass mit dem ganzen Hitzezeug von Alus, was wir da bestellt haben, dass das ehrlich kühler ist als Serie. Ich bin gestern gefahren, hab angehalten nach der Autobahnfahrt direkt, hab meine Hand wirklich überall außerhalb angefasst und das ist serienmäßig gefühlt mindestens 30, 40 Grad wärmer als es jetzt ist. Also das Gefühl, da kommt gar keine Hitze mehr hin. Und jetzt ist es so vom Setup, damit ihr das versteht. Wir fahren 0,5 Bar, hoffe ich gerade im Moment. Das müssen wir noch genau kontrollieren. Und hoffentlich auch bei beiden. Bei beiden. Ja. Weil gestern die Luftmassmesserprobleme können meiner Meinung nach dadurch resultieren, dass rechts und links wir unterschiedliche Ladedrücke haben. Wenn das Luftmassmesser-Signal nämlich nicht passt, daraus resultieren auch ABS-Fehler und ESP-Fehler wieder. Das Luftmassmesser-Signal trägt dazu bei, wie das ABS-Signal regelt, dass wie das Gear-Moment weggenommen wird. Ach, echt? Ja, ja, das ist alles verbunden. Was eigenartig war aber, nachdem ich gestern mal richtig hart beschleunigt habe, ist auch ein Airbag-Fehler gekommen. Kann auch daran liegen, weil wenn du Gas gibst, ist wirklich eine Menge los im Auto. Ich war nicht nur vor, also das ist ehrlich schnell. Das ist schneller als der GTR. Und guck mal, und schneller als der GTR und wir fahren hier so. Ist nicht laut, ist ganz normal, ne? Wir fahren reinen
Ladedruck aufs Wastegate gesteuert. Wenn der Ladedruck über 0,5 bar ist, schiebt er das Wastegate auf, egal was kommt. So, damit dieses System funktioniert, brauchst du relativ große Abgasgehäuse. Damit diese Abgasgehäuse das Abgasvolumen von 5,2 Liter auf zwei Bänke geteilt, auch loswerden können bei 8800 Umdrehungen. Ja, weil wenn du oben rum, du willst ja immer noch, dass der Motor noch vernünftig läuft. Und somit haben wir ein Ansprechverhalten von den Ladern, das ist gar nicht so früh. Ne, nur weil man 0,5 bar fährt, heißt das ja nicht automatisch, dass wir sofort Ladedruck unten rum haben. Okay. Was ich noch leicht registrieren kann, ist, dass die Kupplung so ein bisschen rutscht, wenn richtig Qualm ins Auto reinkommt. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist relativ schwer alles zu diagnostizieren, weil das gleich alles sehr schnell geht. Ja, also die Gänge sind das geht halt alles rucki zucki gleich. Das ist nicht wie bei manchen anderen Autos, die wir umbauen, dass du so im Gang bist, oh, guck mal, wie gut der geht, so, und in den nächsten Gang. Das ist es nicht, sondern das ist nur noch das ist gleich sehr, sehr schnell. Technisch natürlich eine Herausforderung ist auch, dass das Motorsteuergerät damit klarkommt, weil wenn wir so cruisen, ist das Blow-Off-Ventil jetzt im Leerlauf zum Beispiel offen. Das heißt, da ist eine Luftmasse, die er verliert. Aber da ist ein Luftmassenmesser. Das heißt, der Kreislauf muss so perfekt programmiert sein, dass er damit zurechtkommt, dass es für ihn okay ist, dass der Kreislauf offen ist. Das ist nicht so normal. Ja, zum Beispiel fahren jetzt so. Ja? Okay. Alter! Was ist das denn? Boah! Die Räder haben auch voll durchgedreht. Ja. Alter! Genau, das ist halt so eine Sache. Aber du kriegst ja schon mal eine Idee, was los ist, ne? Alter, das ist krass. Das ist richtig heftig. Ist auch, das ist wirklich heftig. Und vor allem, es ist ja noch keine Aufladung jetzt, ist ja noch nee. Kindergarten. Genau. Also ich denke, wir werden noch 0,1 bis 0,2 bar dazu tun. Mehr werden aber auf gar keinen Fall nötig sein. Und wenn man dann überlegt, die Jungs von Underground Racing oder was ich was, die fahren solchen Dingern 2 bar, 2, ja, noch was bar. Ja. Da kannst du dir vorstellen, was hier los ist. Heftig und er regelt die ganze Zeit noch rein. Ne? Ja, also ja. Das ist ja gar nicht wirklich volle Power, die du da gerade abfeierst. Und das ist alles runtergeregeltes Zeug. Ja, wie ihr seht, ich bin auch sehr angetan, sehr begeistert. Ist halt ehrlich schnell. Ja. Es ist einfach unfassbar schnell. Es ist nicht so krass überfordernd, wie man denkt, dass du sowas so, ey, das kriege ich überhaupt nicht gefahren. Das kriegt man sehr gut gefahren, aber du musst halt wirklich aufpassen. Nach vorne, also den Weg, den du zurücklegst, der ist halt wirklich Aua, ne? Also du bist halt ganz schnell. Ja, ich habe jetzt die Traktionskontrolle komplett ausgeschaltet, damit wir mal nicht dieses Problem haben von dem Gear-Momenten wegnehmen. Weil das ist ja auch für so ein Auto ziemlich schwierig, weil wenn ich aus der 2 in die 3 gehe und dann drehen die Räder durch, da ist natürlich die Furie extrem beschleunigt, ne? Kann man so sagen, ja. Ja, Geräuschkulisse ist schon, das ist schon, ach, okay. Die Geräuschkulisse ist das Geld schon wert. Ja, ja. Das ist so unfassbar sexy da vorne. Ja, aber das ist für mich auch krass, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir können mal einfach mal so mit dieser soften Kindergarten-Map können wir ja mal eine Messung machen. Also was ich gerade merke, ist es auf jeden Fall schon mal deutlich besser, wenn man mit Traktionskontrolle ausfällt. Verlangt natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, aber du hast nicht das Reinregeln, was fürs Auto der absolute Horror ist, weil das Auto ja gar nicht gewohnt ist, diese Beschleunigung einzuregeln, ne? Über die einzelnen Bremseingriffe und sowas. Und über Zündung wegnehmen und Momentum wegnehmen, das ist alles zu viel. Wir werden gleich mal eine Messung machen, 100, 200, und schauen uns dann mal an, wie er das so findet. Ne? Ja. Hast du bei sowas nicht Angst, dass das ganze Getriebe auseinanderreißt? Volles Rohr. Weil vom Gefühl her, wenn man das jetzt vergleicht mit Serie, ja, dann denkst krass. Du, was ist da denn los, Alter? Ja. Da muss doch komplett alles einmal sich wie verwinden, so. Auch Motor. Ja, das auch. Ja. Aber deswegen gehe ich ja auch mit der Drehzahl sehr hoch, weil wenn die Drehzahl hoch ist, ist das Risiko geringer, dass man das Pleuel rausknallt. Ja, genau. Weil jetzt, wenn man jetzt mal, geil ist das hier, wenn ich jetzt so in manuell bin und aus der 7 rausgehe, guck mal. Oh, ist das geil, das hab ich auch nicht. Boah, geh mal noch hin. Boah. Oh.
Okay, das ist... Das schnurrt. Uiuiuiui. Und für die Kupplung ist es halt auch krass, ne? Boah, das ist aber krass. Boah, ist das geil. Ja, das ist ziemlich krass. Aber schön finde ich halt die angenehme Fahrweise. Wenn wir jetzt so fahren, haben wir ja kein Getriebe, Gejaule oder GTR. Ja, sondern ist ja alles ziemlich entspannt hier. Ja, also wie immer. Würde jetzt nach Hamburg fahren, aber easy. Vor allen Dingen auch mit dem Hitze-Einpackzeug, wie es jetzt so verpackt ist. Weil bei mir ist auch immer so, es fällt immer so ein bisschen dieses Angstgefühl mit. Ah, brennt da was? Ne, da brennt doch was. Hab ich hier nicht. Hier brennt nix. So, wir sind gleich auf einer von unseren beliebten deutschen Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, wo wir ganz in Ruhe einen Test machen können. Und legal auch. Ja, auch kein Rennen gegen jemanden, sondern nee, genau. Wir wollen einfach nur eine Dokumentation machen, ob dieses Auto die versprochene Leistung hält. Sind jetzt nicht gut, weil wir voll bergauf fahren, geht eher so ums Fühlen. Ne? Er geht auf jeden Fall stramm vorwärts. Also wir sind jetzt so 4,8 Sekunden gefahren, mit Sprit noch nicht ganz angepasst. Ich denke, ladedruckmäßig sind wir noch nicht ganz auf der Höhe und allgemein vom Setup. Also das geht schon stramm vorwärts, aber da geht noch eine ganze Menge. So. Bis gleich in der Werkstatt. Tschüss. Also folgende Sache ist ja, wir mussten ja sehr viel selbst machen und tun. Haben jetzt zwei Golf 7R Zusatzwasserkühler rechts und links in den Kästen drin, um die Kühlung zu gewährleisten für die beiden Wasserladeluftkühler. Damit man mal, nicht nur meine Reaktion, sondern Jonas, pack mal rein in das Wasser. Oh. Das ist 55 Grad warmes Wasser. Ja. Boah, der Deckel ist ja schon kackenheiß, Alter. Oh, ja. Mhm. Ja. Und dann den Beutel reinschmeißen. Ja. Das ist jetzt unsere Wassertemperatur. Wie soll das Wasser kühlt unsere Ladeluft? Schwer vorstellbar. Mhm. Ja, wir müssen ein bisschen tüfteln, ein bisschen nachgrübeln. Das kriegen wir aber alles hin. Bis morgen. So, wir haben vorhin ein bisschen rumexperimentiert und ich habe ein bisschen was besorgt. Und zwar Trockeneis. Und ich hole mal was. Da könnte man eine Idee bekommen, was für eine Power da drin steckt. Also ich nehme dir einfach eine neue. Das ist krass. Ich bin sofort zurück. Sekunde. Ach ja, das Trockeneis ist für den Ladeluftkühler. Damit fahren wir gleich. Bevor es hier noch irgendwie wieder Werbung ist und ich Anschluss kriege. Adelholzner. Also, wir nehmen hier, wir nehmen so einen Fuse-Till. Obwohl doch, das ist geil, weil dann ist die Beule gleich hier weg. Seid ihr bereit? Ja. Ich fülle einmal eben um. Wie viele Meter sich jetzt auch schon brauchen? Nö, das dauert jetzt ein bisschen. Wir spielen ein bisschen rum. Das Messgerät. Also, wir haben jetzt hier eine Temperatur von 27,3 Grad, ja? Hier die Seite. Aha. 27,5 ja. Grad, okay? Okay. So, jetzt, bist du ready? Ja. Was wir jetzt ziehen wollen mit dem Trockeneis ist, wir wollen gucken, ob unser Problem an der Ansaugtemperatur liegt. Ob es einfach zu warm ist, ob unsere selbstgebauten Wasserkühler zu klein sind. Deswegen werden wir jetzt künstlich unsere Kühlleistung erhöhen. Und zwar machen wir das hier mit. Oh, fancy. Sieht ja geil aus. Okay. Ja. Was wir sehen ist, dass das ziemlich geil aussieht. Ziemlich geil aussieht. Und die Temperatur zum Beispiel im oberen Bereich geht jetzt gerade schon runter. Wir sind über 20 Grad, 20,6, 19,9, so. 18,7. So wie ist das? Jo. Alter. Genau. Das heißt, wir kühlen es massiv, massiv, massiv runter. Natürlich ist da auch eine sehr hohe Reaktion, wie wir hier sehen. Mhm. Ja. Wenn du das jetzt trinkst, dann ciao für heute. Oh. Okay. So, 14 Grad, ja, 13, 12, 11, 10, guck mal, siehst du, 9, 7, 9, 3. Also, das ist jetzt der Test, den wir jetzt machen werden. Wir werden jetzt gleich eine große Menge Trockeneis, und zwar diese Blöcke, die man auch nicht, am besten nicht anpacken sollte. Was du gerade gar nicht machst auch. Was ich gerade mache, den auch. Werden wir gleich in unseren Ladeluftkühlerkreislauf reintun, und zwar in diesen Tank hier hin, und zwar diesen hier. Okay. Ja. Und hier ist der Kreislauf,
der aus beiden Wasserladeflüssen zurückspeist. Und dann werden wir versuchen, unseren Temperaturhaushalt, also unseren kleinen autarken Kreis, etwas kühler zu halten. Wenn wir da schon ein paar Grad schaffen, bin ich da schon sehr zufrieden. Das Ganze werden wir dann mit dem VCDS aus dem Innenraum kontrollieren und werden dann kontrollieren, ob die Ansaugtemperaturen unterschiedlich sind. Plus wir werden die Luftmassen von der rechten und linken Bank kontrollieren. Da fällst du aber nicht mit, sonst machen der Mann und ich zusammen. Ja. Das heißt, wir werden eher berichten. Aber das heißt, wir dürfen den Tank dann nicht zumachen, richtig? Doch, haben wir schon getestet. Ja. Der ist nicht so dicht. Sieht aber aus wie beim Fluxkompensator. Wenn das, könnte ja gleich dabei sein, weil der Mann kommt gleich zurück. Schmeißen wir es da rein und dampft das hier so richtig raus. Das geht richtig, richtig zur Sache. Geil. Ja, ist geil. Ja, ein paar Minuten noch, dann geht's los. Manni, Armando, ich glaube, das reicht doch. Irgendwie schon, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt hier. Ich bin kein Koch, Alter. Eieieiei. Das reicht, Armando. Ich hätte eben geschützt, dass das alles explodiert. Komm mal an. Ja, brauchst du nur zu den anmachen. Schon gegen die Pumpe an 12. Porter. Probieren geht immer studieren. Ja, sehr. Studieren geht immer probieren. Bye.